Also ich probiere es noch einmal. Mahnende Worte an die Friedensmahnwache. Ich sage das aus Liebe zu den Mahnwachen. Ich sage das, weil mir etwas an dieser Bewegung liegt. Ich möchte nicht, dass diese Bewegung sich selber zerlegt. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass sie dies bereits macht. Ich habe harte Worte gewählt, da ich euch wachrütteln möchte. Ich möchte niemanden beleidigen. Ich sage nur, wie ich einige Dinge sehe. Wenn ich euch anspreche, meine ich selten alle von euch. Wenn ich euch anspreche, meine ich oft nur einige wenige oder einzelne. Falls sich jemand angesprochen fühlt, ist es gut möglich, dass ich ihn meine. Auch möchte ich dieser Bewegung Ratschläge geben, da ich spüre, dass in gewissen Dingen noch Verbesserungspotenzial steckt. Ich habe die hochdeutsche Sprache gewählt, weil ich der Meinung bin, gewisse emotionale Dinge versteht man nur dann richtig gut, wenn man die Sprache wirklich gut versteht. Darum habe ich diese Sprache gewählt, da sie mit Sicherheit die Sprache ist, in der wir das höchste gemeinsame Sprachniveau haben. Seit letzter Woche glaube ich zu wissen, warum die Leute auf der Mahnwache tendenziell eher weniger werden, anstatt mehr zu werden. Glaubt ihr ernsthaft, dass wir mehr werden, wenn ihr solche Themen anspricht, wie der eine ab oder andere ab und zu, der eine ruft zum Drogen? Sag mal, wieso ist das so leise? Geht das bei euch nicht? Ich muss auf die Seite stellen. Du musst auf die Seite. So. Also der eine ruft zum Drogenkonsum auf, vor der Gendarmerie wohlgemerkt, der andere sagt, hinter allem, was falsch rennt, steckt eine gigantische Weltverschwörung. Es mag stimmen, was er sagt, es kann genauso ein Blödsinn sein. Und das geht es nicht. Auf jeden Fall können viele von den Menschen, die im Sommer noch da waren, nicht mehr mit dem, was ihren Themen bringt. Wie wollt ihr Menschen gewinnen, wenn ihr euch von diesen entfernt? Wenn sogar Menschen sagen, Frieden ja, aber wir sollen nicht mit diesen Giftwolken kommen, mit den Chemtrails. Ihr seid mutig geworden durch die vielen Reden, die ihr gehalten habt und vielleicht sogar ein wenig übermütig. Ihr sprecht Themen an, die für die breite Masse der Menschen zu viel sind. Ihr sprecht das an, was ihr wollt, nicht das, was die Menschen brauchen, um zu denken zu beginnen. Andreas Popp hat einmal gesagt, wenn man das Richtige zur falschen Zeit sagt, dann ist das ähnlich, als würde man gleich das Falsche sagen. Und ihr sprecht in meinen Augen falsche Themen an oder zu früh, zu direkt. Und ihr sprecht, was macht der durchschnittliche Österreicher, wenn der mitbekommt, dass jemand sagt, wir werden von einer riesigen Weltverschwörung manipuliert und gelenkt. Der große Teil sagt entweder, alles Blödsinn, das sind ja lauter Verrückte. Oder selbst wenn sie es glauben, werden die meisten so weitermachen wie vorher, weil sie Angst bekommen. Sie wollen ihr Leben einfach so leben, dass sie möchten Abstand halten von diesem Gedanken und werden ihn verdrängen. Die man so bekommt, sind schon da. Das sind nicht besonders viele. Ich kann ebenfalls mit einigen Sachen nichts anfangen, was der eine oder andere spricht. Ich kann nicht mit Außerirdischen, ich sage ganz klar, ich glaube nicht, dass es welche gibt. Kann natürlich sein. Selbst wenn dem so wäre, ist es für mein Leben irrelevant, zumindest zur Zeit. Auch ein Punkt, mit dem ich nicht kann, der Aufruf zum Drogenkonsum. Und ich meine nicht legale wie Alkohol, Nikotin oder Koffein. Ich halte das für keine gute Idee. Man darf gerne der Meinung sein, aber so bekommt man keine Menschen oder zumindest nicht genug. Solche Themen gehören auch nicht hierher, finde ich persönlich. Wenn ich ein Organisator wäre, würde ich einige Themen komplett sperren. Nicht, weil ich gegen freie Meinungsäußerung bin, sondern weil ich der Meinung bin, wir verlieren unseren Fokus, unser Ziel. Auch ein Thema, das vielleicht hart klingen mag, wir sind nicht zur Symptombekämpfung hier. Wir sind hier, um die Ursachen zu bekämpfen. Das bedeutet das momentane Geldsystem, weil das mit Frieden auf der ganzen Welt nicht zusammenpasst. Wir sind nicht hier, um irgendwelchen Menschen aus sozialen Richtungen zu helfen, kurzfristig gesehen. Langfristig helfen wir auch ihnen mit einer Umstellung des Geldsystems gewaltig. Ich bin nicht dagegen, dass man solchen Leuten hilft. Ich finde es wunderbar, wenn jemand so etwas macht. Ich habe schon selbst in sozialen Richtungen mitgearbeitet. Solche Menschen sind nicht der Grund, warum ich hier bin. Ich bin wegen allen Menschen auf dieser Welt hier, solche Menschen mit eingeschlossen. Vor allem mache ich mir um die Zukunft Sorgen, um unsere Nachkommen. Denn sollte die Menschheit noch lange so weitermachen, sehe ich keine Zukunft für diese. Die ursprüngliche Friedensbewegung, warum Lars Meerholz auf die Straßen gegangen ist, ist genau meines. Endlich ein vernünftiges Geldsystem einführen, in dem globaler Wohlstand und Frieden möglich ist. Die FED-Bank bzw. das Gesetz einschränken bzw. abschaffen. Natürlich kann man auch Themen wie Ernährung bringen, GVO und solche Sachen, die korrupten Politiker und auch das Bildungssystem. Das wäre alles kein Problem. Aber bitte dann keine Aufrufe zum Vegetarismus oder gar Veganismus. Nicht, weil ich der Meinung bin, der momentane Fleischkonsum ist gesund für die Menschen in unserer Gesellschaft, sondern weil das viele Leute abschreckt. Ich persönlich bin auch kein Vegetarier, da ich einen kompletten Verzicht auf Fleisch aus ernährungsphysiologischen Gründen nicht sinnvoll finde. Man darf das Thema Fleischkonsum diskutieren, Diskussion aufrufen. Das wirkt offen, aber nicht im Vorhinein sagen, so nicht.
Das sind Themen, wo die Menschen einsteigen können. Aber wenn wir alle Themen zulassen, dann verlieren wir uns im Detail. Wir brauchen wieder einen Fokus. Wir brauchen mehr Menschen. Um Menschen zu gewinnen, müssen wir sagen,